Morgens 6 Uhr, verlass gerade den Neustädter Hafen. Setz jetzt Kurs Richtung Fehmarn, soll zum Windi treffen nach Eriskilpig gehen, auf Erö. Die treffen sich dort alle zu Pfingsten. Bin im Augenblick noch unter Motor, viel Wind ist für heute nicht angesagt. Heute Nacht hat es noch ordentlich gestürmt. Heute ist wieder Flaute, morgen sollen wieder 25 Knoten Wind sein. Geht also immer hin und her. Das Pfingsttreffen auf Eriskilpig ist eine feste Bank in der Gemeinde der Windösegler. Jedes Jahr treffen sich alle, die Zeit und Lust haben, in Eriskilpig, grillen gemeinsam oder essen Fisch, klönen und bestaunen ihre Boote und tauschen Reiseinformationen über die nächsten Ziele im Sommer aus. Kurz vor 11, ich habe gleich die Fehmarnsundbrücke erreicht. Der Wind kommt leider genau von vorne, sodass ich nach wie vor motoren muss. Es sind nur 2 bis 3 Windstärken, aber die hätte man ja gut mitnehmen können. Ich hoffe nur gleich unter der Fehmarnsundbrücke, wenn ich da durch bin und Kurs Marstal anlege, dass ich dann Segel setzen kann und noch ein bisschen ohne Maschine laufen kann. Zusammen mit einer kleinen Armada von Flautenschiebern, die alle rüber wollen Richtung Langeland. Ja, motor ich jetzt auch Richtung Langeland, beziehungsweise eigentlich noch weiter nach Öhrin, nach Marstal. Fehmarn liegt hinter mir. Weiß nicht, ob man das im Hintergrund erkennen kann. Kurz vor mir ist jetzt der Kiel-Ostsee-Weg. Das heißt, auch die halbe Strecke ist Langeland, habe ich gleich geschafft. Ist jetzt nachmittags, irgendwo zwischen 2 und 3 Uhr. Der Wind ist jetzt komplett eingeschlafen. Zum Glück nicht mehr gegen an. Heute Abend soll er irgendwann Rückenwind kommen, aber vermutlich bin ich bis dahin schon längst da. Naja, das Wetter ist entspannt. Ich habe mich inzwischen schon mehr oder weniger meiner Kleidung entledigt. Es wird immer wärmer. Fein. Hört sich wirklich nach dänischer Südsee an. Verkehrstrennungsgebiete sind die Autobahnen auf dem Wasser für die Berufsschifffahrt. Es handelt sich um ein Gebiet von Schifffahrtswegen mit getrennten Fahrspuren, die in unterschiedlicher Fahrtrichtung verlaufen. Kleinere Boote, wie zum Beispiel die Biedewind, müssen ein solches Gebiet im rechten Winkel auf schnellstem Weg durchfahren, ohne die Berufsschifffahrt zu behindern. Die Verkehrstrennungsgebiete selber sind in den Seekarten verzeichnet. Man kann sie auch schon von Weitem erkennen, dass sich die Berufsschiffe wie an einer Perlenschnur hintereinander aufreihen. Als kleiner Junge stand ich juchzend im Bug der Bäderschiffe Seestern und Sturmvogel, wenn diese in die Wellen stapften, während die meisten Gäste mit grünem Gesicht über der Reling waren. Noch immer liebe ich es, wenn die Biedewind durch die Wellen flügt. Meine Tochter Michelle sagt, du bist immer noch wie ein kleiner Junge, wenn auch in einem alternden Körper. Nach Passieren des Kiel-Ostsee-Weges kommt bald die Landspitze von Langeland in Sicht mit dem Leuchtturm Kelzenort. Den ersten Hafen Bagenkop lasse ich Steuerbord liegen und erreiche nach ungefähr einer Stunde die Ansteuerungstonne von Marstal. Bei der Ansteuerung von Marstal gilt es, genau am Tonnenstrich zu fahren, denn sowohl links als auch rechts vom Fahrwasser sind viele Sandbänke, die teilweise nur 1 Meter tief sind. Die Fischer warten darauf nur, dass irgendwie ein Segler sich ein Stück weit verfährt. Auf das Nicken des Mastes, dann wissen sie, da sitzt wieder einer auf Grund, kann freigeschleppt werden und es gibt ein Prisengeld.
vorbei an der kleinen Insel Bergholm, folge ich der engen Rinne des Fahrwassers von Marstal nach Ereskøbing. Die Sonne steht schon tief am Horizont, als ich den Hafen von Ereskøbing erreiche. Hier wurde ich herzlich von schon anwesenden Windeseglern empfangen, die gemütlich bei einem Salat und einem Glas Wein oder Bier abends zusammensaßen. Am nächsten Morgen packte ich meine Fotokamera und beschloss, die Stadt Ereskøbing, die auch die Märchenstadt genannt wird, etwas genauer anzuschauen und ein paar Aufnahmen zu machen. Aufgrund der Lage im Inneren des dänischen Südseearchipels hat Ereskøbing nie die gleiche Bedeutung als Handelshafen erlangen können wie Marstal, das strategisch wesentlich günstiger liegt. Aber dass es nun als Haupteinnahmequelle den Tourismus entdeckt hat, ist ganz offensichtlich. Der Ort ist einfach wunderschön anzuschauen. Im Laufe des Tages frischt der Wind immer mehr auf. Dennoch erreichen noch weitere Winde den Hafen Ereskøbing und die Eigner beginnen sofort emsig ihre Boote herauszuputzen und sie über Topp und Takel zu beflaggen. Wir sind 20 Boote und eine ganz illustre Gesellschaft. Angefangen von einer kleinen Winde 32 wie der Biedewind, ging es weiter über die Winde 40, Winde 50 und sogar eine Winde 65 ist gekommen. Der Eigner mit der weitesten Anfahrt kam, soweit ich weiß, aus Holland. Windy-Boote werden ja schon seit 30 Jahren nicht mehr gebaut. Und ich dachte immer, Magic Carpet von Aladino und Maya ist das letzte kompletten rundum erneuerte Boot. Aber hier wurde ich eines Besseren belehrt. Es gab doch tatsächlich einige Winde, die wie aus dem Eigepell mit nagelneuen Teakdeck versehen und neuen Aufbauten zurechtgemacht wurden. Da Sturm und Regen angesagt war, wurde begonnen, ein Zelt aufzubauen, damit wir abends geschützt beisammensitzen können. Thank you.
Da der Wind immer mehr zunahm, wurden die später einlaufenden Boote umso heftiger mit großem Hallo empfangen. Und auf der Kaimauer hieß es erstmal Besan Chod an und es gab einen Anleger. Zelt und Bänke waren aufgebaut und ein Pärchen, das es nicht geschafft hat, mit der Windö anzureisen, ist mit dem Auto gekommen und baute daneben sein eigenes Zelt auf. Nach all den vielen Anlegern musste ich nun meine Stimme ölen, um für den Abend gerüstet zu sein und musikalisch nicht total daneben zu liegen. Unser Segelkamerad Anders Christensen hatte nicht nur dafür gesorgt, dass wir Liegeplätze vom Hafenmeister bekommen haben im Innenhafen, sondern auch, dass wir frischen Fisch aus der Räucherei für unser Abendmahl hatten. Vielen Dank dafür. So, das war das Windö-Treffen in Eresköping. Es fängt Sonntag, nachts hat es ordentlich gestürmt. Locker 7 bis 8 Windstärken in Böen, 40 Knoten. Aber jetzt ist es ganz komodig. Südwestwind. Ich segel jetzt nur unter Fock nach Marstal. Heute ist ein schön entspannter Segeltag. Morgen hat es noch gestürmt und geregnet. Jetzt scheint die Sonne. 3 Windstärken. Passt gut vom Kurs. Ich will nur noch Marstal. Keine 7-8 Seemeilen, also leicht zu erreichen. Morgen geht es dann weiter Richtung Kiel. Vermutlich mit ein bisschen mehr Wind. Aber ich glaube, der ist dann auch aus einer günstigen Richtung. Muss ich hier nur aufpassen, dass ich alle meine Mojen treffe. Ich muss hier durch so eine enge Rinne durch. Links und rechts sind Sandbäcke und Flachs. Naja, aber das ist auch gleich geschafft. Marstal ist schon in Sicht. Marstal ist das Tor zur dänischen Südsee und insbesondere bei Traditionsseglern ein beliebter Hafen. Aber nicht nur bei Dänen, sondern auch bei Chartergästen und anderen Seglern. Und berühmt-berüchtigt für seinen schönsten Grillplatz in der dänischen Südsee. Marstal war einst Standort einer großen Handelsflotte und hatte auch eigene Werften,
wovon jetzt noch ein Schiffsbaumuseum kündigt. Von Zeit zu Zeit werden hier auch noch ältere Boote restauriert oder auf Kiel gelegt. Mir persönlich gefällt am Maastal am meisten der nostalgische Flair mit den vielen Traditionsbooten, die nachmittags immer im Hafen anlegen. Sechs Uhr morgens, es nieselt, die Überfahrt nach Kiel soll gleich losgehen. Ich sitze jetzt im Maastal, frühstücke erstmal in Ruhe. Das Schiff ist soweit schon fertig. Gegen Maastal, 4-7. Wachsendes Wetter, aber ich habe Ref 2 drinne und die kleine Fock gesetzt. Boot läuft gut, 5 Knoten Fahrt. Und dann schauen wir mal, wie wir wegkommen rüber nach Kiel. Mit Glück geht das ganz schnell, 5 Stunden. Danach soll es ganz schön auffrischen und lesen. Ja, das hat mir gerade noch gefehlt. Ich segel jetzt von Maastal weg. Kurs Kiel, 210 Grad. Eigentlich alles okay. Sind gerade 4 Windstärken. Nordost, kommt also achterlich. Aber ich habe jetzt einen totalen Stromausfall. Mein Autopilot geht nicht mehr, Navigation ausgefallen. Gut, dass ich noch Papierseekarten habe, den Kurs schon mal vorher abgesteckt hatte. Naja. Und ansonsten schaue ich mal, segeln genug Segler in meine Richtung, ich hänge mich einfach hinten ran. 9:30, richtig schönes Segelwetter, es regnet, achterlicher Wind, bisschen Welle, aber mühsam komme ich voran, muss halt sehen, dass ich den Kurs immer halt. Navigation klappt immer noch nicht, von wegen Elektrik ausgefallen. Nun ja, die Hälfte bis zum Kieler Leuchtturm ist versegelt und ich denke mal, den kann man ja wohl nicht übersehen. Kurz vor 11, Leuchtturm Kiel und Laboe sind schon am Horizont zu erkennen. Und wie gesagt, alle Schiffe fädeln sich auf wie eine Perlschnur. Die Einfahrt nach Kiel kann man gar nicht verfehlen. Angekommen, hatte so 5 bis 6 Windstärken nachher noch gehabt, aber jetzt liege ich 20 Meter entfernt vom Kran. Eine Frage bleibt noch offen. Wieso segel ich eigentlich nach Kiel und nicht zurück in die Lübecker Bucht nach Neustadt? Ja, wenn dich das interessiert, dann solltest du meinen Kanal abonnieren und gespannt sein auf den nächsten Film Ein neues Segelkleid für die Biedewind.